Wir sind gleich fertig. Da tauchte eine riesige Seeschlange auf und biss mir meinen Arm ab. Die Götter haben gesprochen. Sie wollen ein Opfer. In meinen Augen solltest du dich eher der Schlange stellen, Jarl. Nein, sie verlangen ein Opfer. Die Zeit ist gekommen, ich weiß es. Wir brauchen ein deutlicheres Zeichen. Wir warten bis zu deinem nächsten Traum. Ich brauche nicht noch mehr Zeichen. Ich suche Ceres. Sie soll hier gewesen sein. Ankrets Tochter? Ja, sie war hier. Wo ist sie jetzt? Was? Ceres. Wo ist Ceres? Weiß nicht. Keine Ahnung. Schluss mit den Fragen. Ich suche Ceres. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich hoffe, dass sie ins Dorf gegangen ist. Sie hat uns lange nicht mehr besucht und wollte mit unseren Leuten sprechen, aber... Aber? Ich befürchte, dass sie zu dem alten Familiensitz von Jarl Udalric gegangen ist. Ich wollte es ihr ausreden. Der Brokwar-Clan will etwas vor Ankret verstecken? Nein, darum geht es nicht. Die Leute sagen, das Haus sei verflucht. Toll. Ich liebe Geisterhäuser. Warum ist Ceres dorthin gegangen? Sie hatte vorher ein langes Gespräch mit dem Jarl. Sie wollte ihm wohl helfen. Wobei? Verzeih, ich muss zu ihm gehen. Ein vielversprechender Anfang. Erinnerst du dich noch an den Sturm in der Olsbucht? Ja, als wäre es gestern gewesen. Aufgrund der Vorderwärme. Vagabund. Frische Fußspuren. Mir stimmt das ganze Gesicht. Ohnmächtig. Ich muss sie hier rausbringen. Was ist passiert? Wo bin ich? Oh, mein Kopf. Der tut so weh. Hast einen Schlag auf den Kopf bekommen. Geralt, warum bist du hier? Ich suche dich. Dein Vater macht sich Sorgen. Ich bring dich nach Hause. Ich gehe erst, wenn ich Udalric geholfen habe. Das Schwert. Wo ist das Schwert? Ich muss zurück. Du gehst nirgendwo hin. Ich hab dich gerade erst halbtot hier rausgeholt. Ich muss... Du musst mir erzählen, was passiert ist. Warum bist du da reingegangen? Ich wollte Udalric helfen. Klar, er hat sich etwas merkwürdig benommen, aber ich weiß nicht, wie ihm dein Spaziergang durch ein Geisterhaus geholfen hätte. Hätte ich das Schwert gefunden. Was hat es mit dem Schwert auf sich? Das ist Brokwar, das Ahnenschwert von Udalrics Clan. Ich brauchte es, um den Fluch von Udalric zu nehmen. Welchen Fluch? Lange Geschichte. Vor vielen Jahren haben sich Udalric und sein jüngerer Bruder um das Schwert gestritten.
Nach der Tradition gehört das Clanschwert dem erstgeborenen Sohn, Udalric. Aber sein Vater hat es seinem jüngeren Bruder Aki vermacht. Oha, eine schwere Beleidigung in dieser Gegend. Schwer genug für Udalric, um ein heiliges Gesetz der Skelligen zu brechen. Er hat die Entscheidung des Vaters öffentlich hinterfragt. Das konnte der alte Jarl wohl nicht durchgehen lassen. Sie haben Udalric an einen Pfahl gebunden und bis zur Hüfte im Meer versenkt. 3 Tage lang. Und danach sind Aki und er fischen gefahren. Die Fahrt ist wohl nicht gut ausgegangen. Richtig. Es gab einen Unfall. Ein Sturm brach los und Aki ging über Bord. Udalric hatte mit den Segeln zu tun und seinen Bruder erst gehört, als es zu spät war. Hörte ihn nicht oder wollte ihn nicht hören? Manche Insulaner hatten dieselben Zweifel, aber niemand hat sie ausgesprochen. Was willst du mit dem Schwert machen? Ich glaube, Akis Geist will es zurückhaben. Der Geist des Bruders? Seit ich denken kann, hat das Inselvolk in Udalric immer den Auserwählten gesehen, zu dem die Götter sprechen. Das habe ich auch mal geglaubt, aber jetzt, angesichts bestimmter Umstände... Er ist einfach besessen und es ist sein jüngerer Bruder, der ihn heimsucht. Du meinst, Aki rächt sich, weil Udalric ihn hat sterben lassen? Ich habe mit Hjord gesprochen. Der schwört, dass Udalric erst seit Akis Tod Stimmen hört. Und ich glaube nicht, dass Hjord falsch liegt, denn er kennt die beiden von klein auf. Vielleicht lässt Aki von Udalric ab, wenn wir ihm Brokkwa geben. Keine schlechte Idee. Vorausgesetzt, wir haben es mit einem Geist zu tun. Aber irgendetwas stimmt da nicht. Was denn? Aki ist auf See ertrunken, sagtest du. Aber es spukt hier in diesem Haus. Aki und Udalric haben hier beide gelebt. Vielleicht deswegen. Danke für deine Hilfe, Geralt. Aber ich muss das Schwert holen. Kommt nicht in Frage. Ich hole es. Wirklich? Danke. Dann kann ich zu Udalric gehen. Nein, du bist zu schwach. Vielleicht kippst du unterwegs wieder um. Warte hier. Wir gehen zusammen. Kann ich dich kurz sprechen? Ich habe etwas Ernstes zu besprechen. Ich brauche deine Hilfe. Was ist denn? Krach hat dir von Ciri erzählt. Ganz bestimmt. Hast du sie gefunden? Noch nicht, aber fast.
Aber sobald ich bei ihr bin, wird uns die wilde Jagd finden. Und zaar schnell. Darum will ich sie nach Kaer Morhen hinbringen und die Jagd dort bekämpfen. Ich suche nach Verbündeten. Du kannst auf mich zählen, Geralt. Sobald das Rennen um die Krone entschieden ist. Ich verstehe. Was war denn das? Hast du das Schwert gefunden? Ja, ich hab's. Gehen wir. Also, nach dir. Du und mein Vater, ihr wart mal Freunde, nicht? Ich hoffe, wir sind es noch. Aber, also, ich hab gehört, dass ihr euch zerstritten habt wegen irgendwas oder irgendwem. Meinst du die Geschichte mit Yennefer? Das ist schon lange her. Es war, bevor dein Vater deine Mutter getroffen hat. Aber du und Yennefer kanntet euch schon. Tja, mit Yen waren die Dinge nie in trockenen Tüchern. Was ist an ihr? Was zieht dich zu ihr hin? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mich einfach nie für Bequemlichkeit und Ruhe entschieden. Thank you.
ist männlich. Im Gegensatz zu meinem nichtsnutzigen Sven. Wo ist Jennifer? Ich weiß nicht. Warum fragst du? Ich staune nur, dass sie dich alleine hat herkommen lassen. Wie meinst du das, lassen? Nichts. Gar nichts. Ich hatte nur den Eindruck, dass sie dich nicht gern aus den Augen lässt. Schau, da sind sie. Schrecklich hell hier draußen. Schmerzt in den Augen. Die frische Luft wird dir guttun. Die Götter werden nicht erfreut sein. Ja, unsere Gäste, weißt du noch? Was ist mit deiner Hand passiert? Ich habe sie den Göttern geopfert. Vergib ihm, Jarl. Geralt muss noch mehr über unsere Bräuche lernen. Wir auf den Skelligen stehen den Göttern nahe. Und je näher man sich ist, desto größere Opfer bringt man. Das größte und reinste Opfer, das man bringen kann, ist das Erdulden von Schmerz und Leid. Die Götter zu hören, ist ein Geschenk, kein Opfer. Diese Stimmen, die du hörst. Die Götter, ihre Stimmen. Es ist wahrscheinlicher, dass es hier um deinen toten Bruder geht. Ich habe Geralt von Aki erzählt. Wir glauben, dass... Dass die Götter dir wegen deines Bruders zürnen. Du musst dich entschuldigen. Und zwar bei Aki. Ich wollte nicht. Aki ist ins Wasser gefallen. Die Götter werden wütend sein. Wütend, dass du mit deinem Bruder Frieden schließen willst? Sind die Götter der Skelligen so grausam? Sie sind gerecht. Die Gerechtigkeit verlangt, dass man den Toten gibt, was ihnen gehört. Was soll ich denn tun? Weißt du noch, wo Aki ins Wasser gefallen ist? Am Ostende der Insel, vor der Bucht. Die Strömung hatte uns zu Ululas Nadel getrieben. Dort ist es gefährlich. Die tückischen Strudel kosten immer wieder Seeleuten das Leben. Wir müssen hinsegeln. Akis Geist wird nicht ruhen, ehe das Schwert zu ihm zurückgekehrt ist. Nein, 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 nein! Die Götter werden zürnen. Ich spüre es. Keine Angst, Jarl. Die Götter lieben dich und haben Aki geliebt. Bestimmt wünschen sie dies. Vielleicht kann ich hinsegeln. Das Schwert muss zurückgebracht werden. Aber wer das tut, ist nicht entscheidend. Wonach soll ich suchen? Trug Aki etwas, woran ich ihn erkennen kann? Etwas, das die lange Zeit unter Wasser überstanden haben kann? Ja, den Ring unseres Clans. Das müsste reichen. Ich breche auf.
Hier muss es sein. Mich, ob das was gebracht hat. Zeit, zu Udalan zu gehen. Pass bloß auf, Fremder.
Los auf, Weißer! Aber Bastard! Aber wieso? Warum hast du das gemacht? Hast du in den Kopf? Was ist los? Udalric, die Stimmen haben ihm befohlen, sich das Auge rauszureißen. Was? Warum hast du das gemacht? Es war der Wille der Götter. Ein Opfer für Aki. Wann haben die Götter zu dir gesprochen? Gleich nachdem ich weg war? Kurz danach. Ich wurde müde und legte mich hin. Da offenbarten sie mir ihren Willen. Schläfst du immer, wenn sie mit dir reden? Immer. Und was siehst du dann? Rufen sie dich an einen bestimmten Ort? Zu meinem alten Zuhause. Sie befehlen mir, Fackeln zu entzünden und sprechen aus den Schatten. Was genau wollten die Götter? Erinnerst du dich? Was haben sie dir gesagt? Sie waren zornig. Eine Stimme sagte: Du elender Wicht, hast Aki nicht geholfen und jetzt segelst du nicht zu ihm und bittest um Vergebung. Reiß dir das Auge raus, leide und büße für das, was du angerichtet hast. Verlangen die Götter immer, dass du ihnen dein Leid anbietest? Allein das gefällt ihnen und sie verlangen ständig mehr. Du sagst, die Götter sprechen aus den Schatten. Erlaubst du darum hier drinnen kein Licht? In den Träumen sehe ich manchmal ihre Form, wenn die Fackeln hell brennen. Es ist eine große Ehre, die Götter zu sehen. Würdest du sie vielleicht mit mehr Licht auch sehen, wenn du wach bist? Einfache Menschen sind nicht würdig, in ihr Antlitz zu schauen. Ich habe das Schwert hingebracht, doch nichts hat sich geändert. Es ist nicht der Geist seines Bruders, der ihn plagt. Was ist mit ihm los? Können wir unter vier Augen reden? Im Gästezimmer. Komm. Und? Weißt du, was es ist? Ein Him. Eine Postkonjunktionskreatur. Sehr selten. Sehr gefährlich. Hängt sich an Menschen, die üble Taten begehen. Sie nähert sich von ihrem schlechten Gewissen und verstärkt es. Am Ende zwingt sie das Opfer zur Selbstverstümmelung. Klingt unschön. Kann man sie loswerden? Es gibt zwei Methoden, theoretisch. Im Hexerbestiarium heißt es, dass man eine Nacht im Lager des Hims verbringen muss. Mit dem Betroffenen. Also im Geisterhaus? Gemütlich dürfte das zwar nicht werden, aber ich wette, du hast schon schlechter geschlafen. Ums Schlafen geht es nicht. Man muss den Him heraustreiben. Er muss aus den Schatten kommen und sich zeigen. Sonst kann man ihm nichts anhaben. So ganz ohne ist die Kreatur wohl nicht. Du hast Udalric ja gesehen. Der Kampf wird nicht einfach. Und die andere Methode? Angeblich kann man einen Him überlisten. Man muss so tun, als hätte man etwas Furchtbares vor. Dann springt er auf einen über. Wenn er merkt, dass er betrogen wurde, muss er gehen. Toll. Versuchen wir es. Ich kenne niemanden, dem das gelungen ist. Vielleicht waren die Täuschungsmanöver nicht gut genug. Ich weiß, du hast Zweifel. Aber wir sollten wenigstens versuchen, den Him zu täuschen. Vielleicht ist das nicht so einfach, wie es scheint. Perfekt sind beide Methoden nicht. Wie meinst du das? Udalric überlebt eine Nacht im Lager des Hims vielleicht nicht. Du meinst, der Him versucht, Udalric zu töten? Nein, dann wäre er ja seinen Wirt los. Es ist möglich, dass es Udalric einfach nicht übersteht. Er ist schwach,
Das Haus weckt schmerzliche Erinnerungen. Für den Him ist das eine Gelegenheit. Je mehr Schmerz der Him seinem Wirt bereitet, desto stärker wird er. Und umso gefährlicher wird er für dich. Und was ist mit der anderen Methode? Der Him ist ein Dämon und die sind bekanntermaßen schwierig zu täuschen. Außerdem darf der Lockvogel nicht wissen, dass er einer ist. Was? Der Him greift Leute mit schlechtem Gewissen an, die überzeugt sind, schlimm gehandelt zu haben. Der Him verstärkt ihre Reue und nährt sich davon. Das heißt, wenn der neue Wirt keine echte Reue empfindet, spürt der Him das. Ah, das heißt, wenn einem von uns was einfällt, kann er dem anderen nichts davon sagen. Genau. Beide Methoden scheinen riskant. Trotzdem bin ich für die List. Ich bin noch nicht überzeugt. Sag bitte nicht, dass du auch solche Dinge mit Yennefer besprechen musst. Wenn uns nichts einfällt, können wir immer noch die Hexermethode probieren. Es kann wohl nicht schaden, die List zu versuchen. Gute Entscheidung. Der einzige Ort, an dem sowas funktionieren kann, ist das Geisterhaus. Das Lager des Hims. Also, nach dir. Wir treffen uns dort. Ich muss unterwegs noch was erledigen. Gut. Bis dann. Bist blass? Bastard! Ein alter Brotofen. Dürfte noch funktionieren, falls im Schornstein nicht die Aas krähen müssten. Solide Handwerkskunst. Der Ofensetzer muss vom Festland gewesen sein. Tiri. Nein, das ist unmöglich. Verdammt! Du willst mich abschrecken. Gut, du hast also Angst. Zerbrochen. Udalric hatte wohl Angst, die Kreatur hinter sich zu sehen. Eine alte Wiege. Hat sicher Udalric oder Aki gehört.
Geralt! Geralt, komm! Ich glaube, ich habe eine Idee! Zerbrochen. Udalric hatte wohl Angst, die Kreatur hinter sich zu sehen. Ist dir was eingefallen? Ja, ich habe einen Plan. Könnte sogar klappen. Geht's etwas genauer? Du musst hier auf mich warten. Wird nicht lange dauern. Sonst nichts. Du hast es selbst gesagt. Du darfst die Details nicht wissen. Du musst mir vertrauen. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Hoffe ich auch. Und? Können wir anfangen? Ich bin bereit. Na schön. Ich bin bald zurück. Mach so lange schon mal ein Feuer an. Sie rennt zum alten Haus! Schnappt sie! Nimm ihn. Du musst ihn in den Ofen legen, vertrau mir. Vorsicht, tut dem Kleinen nichts. Gib mir das Kind. In den Ofen, wirf ihn in den Ofen! Der Hexer hat nichts getan. Du findest hier weder Reue noch Schuld, nur Schock und Erleichterung. Du wurdest getäuscht und musst gehen. Es ist vorbei. Vorbei? Wir haben den Him reingelegt. Er dachte, ich hätte dein Kind getötet und wollte mich besetzen, um sich an meinem Gewissen zu laben. Aber als er sah, dass das Kind wohlauf ist, musste er gehen. Du bist frei, Jarl.
Frei! Der Himmel ist weg. Und damit auch die Stimmen, die dich gequält haben. Verschwinden wir von hier. Was ist los? Mir ist schwindelig. Drehe mich wie in einem Strudel. Geralt, du sagtest, es sei vorbei. Das ist nur die Erschöpfung. Er wird sich erholen. Was mache ich denn jetzt? Du bist verwirrt, aber keine Sorge, das geht vorbei. Mir ist, als wurde mir etwas abgerissen. Kein Wunder. Der Him war ein Parasit. Die Bindung an den Wirt kann sehr stark sein. Darum fühlst du dich jetzt so leer. In ein paar Tagen oder Wochen geht es dir wieder gut. Danke. Glaub ich. Leb wohl. Ich gehe mit ihm. Er scheint verwirrt. Gute Idee. Und dann? Was hast du vor? Ich bleibe ein paar Tage und schaue, dass es ihm gut geht. Und du? Bleibst du auf Spikarok? Weiß ich noch nicht. Muss drüber nachdenken. Yennefer ist bestimmt schon ungeduldig. Was hast du gegen Yennefer? Du hast sie schon mehrfach erwähnt. Nichts. Mir fällt nur auf, dass ihr häufig einer Meinung seid. Du meinst, ich bin ein Pantoffelheld? Das ist nichts Besonderes. Passiert wohl allen Männern. Ob skelliger Raubein, tapferer Ritter oder zäher Hexer, am Ende lassen sich doch alle um einen Frauenfinger wickeln. Obwohl ich zugebe, dass du kein totaler Reinfall bist. Du hast mir vertraut, eine Fremden. Den Mut hätten nicht viele gehabt. Wäre nett, wenn du das nicht rumerzählst. Sonst meinen die Leute noch, ich würde drauf stehen, dominiert zu werden. Leb wohl, Geralt. Mach's gut, Ceres.